herzlich willkommen zum Interview rund ums Thema Wolf. Wir sind im Museum Natur und Mensch. Mein Name ist Ruta Sturbeneide. Zu Gast bei mir ist Johanna Fritz von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Hallo Johanna, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Gerne. Heute beantworten wir Besuchenden Fragen, die ihr uns gestellt habt zum Thema Wolf. Während des Umbaus der Wolfsvitrine haben wir euch, liebe Museumsbesuchenden, darum gebeten, uns eure Fragen zum Thema Wolf zu stellen. Wir haben insgesamt über 230 Fragen bekommen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Johanna, mit dir haben wir eine richtige Wolfsexpertin im Haus. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Wölfen? Also ich habe ein paar Jahre in Norwegen gelebt und habe dort studiert. Und da sind die Wölfe schon länger wieder zurück. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen und muss aber dazu sagen, ich bin keine Wolfsexpertin. Ich glaube, ich bin mehr so eine Menschenexpertin, weil ich mich viel mehr dafür interessiert habe, was der Wolf mit uns Menschen macht. Warum gibt es da einen Konflikt? Was müssen wir wissen über den Wolf und wie müssen wir miteinander umgehen? Das sind so meine Themen. Das sind ja beste Voraussetzungen. Ich würde sagen, wir schießen los mit den Fragen. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was für Fragen da dabei sind. Ja, ich wollte dich fragen, wo kommt denn dieser Wolf oder die Wölfin eigentlich her? Das ist eine junge Wölfin, die 2020, tatsächlich am 16. April, in Brandenburg tot aufgefunden wurde. Also sie starb bei einem Verkehrsunfall und wurde dann für das Museum Natur und Mensch repariert. Okay, spannend. Ja, in Baden-Württemberg ist es auch so, dass 2015 gab es die ersten Funde in Baden-Württemberg von Wölfen. Es waren zwei Todfunde tatsächlich auch, relativ nah beieinander in dem Jahr. Und beide wurden auch von Autos überfahren. Also die haben so ein bisschen die gleiche Geschichte wie die Wölfe hier. Spannend, ja. Was ist ein Wolf? Das ist eine total gute Frage. Also zunächst mal ist der Wolf ja, so wie wir ihn hier sehen, ein wildlebendes Tier in Deutschland und bei uns auch ein heimisches Wildtier. Ein Raubtier, das größte Raubtier, was wir haben bei uns. Und letztendlich der Wolf, der macht vielen Angst, der ist ein bisschen mysteriös und es gibt viele Geschichten und Märchen über den Wolf. Und letztendlich ist es vielleicht auch ein mysteriöses Tier, mit dem viele etwas verbinden, was Gutes oder was Schlechtes. Gibt es in unserem Land Wölfe? Ja, gibt es. Also seit den 2000er Jahren gibt es in der Bundesrepublik, also in Deutschland, wieder Wölfe. Im Osten von Deutschland hat man die ersten nachgewiesen. Und jetzt wandern sie seit den letzten 20 Jahren nach und nach in die anderen Bundesländer. Also auch zu uns nach Baden-Württemberg, auch zu uns in den Schwarzwald. Die Wölfe tun das tatsächlich ohne unser Zutun. Also es ist tatsächlich ein Märchen, dass Wölfe mit dem Kofferraum irgendwo hintransportiert werden und da wieder angesiedelt werden. Das findet nicht statt. Das schaffen die Wölfe ganz ohne unser Zutun. Kommt der Wolf auch nach Hinterzarten? Dort wohne ich nämlich und gehe gerne spazieren. Geht das dann? Also ich selbst wohne auch im Schwarzwald, ganz in der Nähe. Und es gibt tatsächlich einen Wolf dort oben, rund um den Feldberg hat der sein Territorium, ein männlicher Wolf. Und natürlich kann man weiterhin im Wald spazieren gehen, man kann auch Pilze suchen, man kann Skifahren, alles machen, was man vorher auch gemacht hat. In den ostdeutschen Ländern weiß man, da leben die Leute ja schon seit 20 Jahren jetzt mit den Wölfen, dass man da nichts zu befürchten hat. Es gibt wenige Dinge, auf die man achten sollte. Warum sieht man Wölfe nicht? Sind sie scheu? Also der Wolf, der braucht keine großen Wildnisgebiete, um zu leben. Also auch hier bei uns ist ja keine große Wildnis. Der lebt quasi neben uns in unserer Kulturlandschaft, in unserem Lebensraum. Es ist ganz, ganz unwahrscheinlich und wird sehr selten vorkommen, dass man überhaupt einem Wolf begegnet bei uns. Und scheu ist vielleicht das falsche Wort, denn er ist nicht so scheu wie ein Reh, das sofort wegspringt und auf der Flucht ist. Sondern er wird uns bemerken, bevor wir ihn bemerken und wahrscheinlich werden wir ihm deshalb nie begegnen, weil er kein Interesse an uns hat und deshalb verzieht er sich.
wenn ich im Wald einem Wolf begegne? Der Wolf ist kein Fluchttier. Das heißt, es ist möglich, dass wir dem Wolf begegnen, weil er nicht vor uns flüchtet. Das heißt, vielleicht bleibt er stehen und guckt erst mal und in der Regel wird er sich ganz langsam zurückziehen und nicht angreifen, weil er kein Interesse an uns hat. Also, wenn du einem Wolf begegnest, dann kannst du dich verhalten wie mit vielen anderen Wildtieren auch. Zum Beispiel, wenn du einem Wildschwein begegnest. Das Beste ist, einfach mal stehen bleiben, abwarten, wie verhält sich der Wolf. Da der Wolf kein Fluchttier ist, wird er nicht unbedingt direkt weglaufen, wie das jetzt ein Reh machen würde, sondern er wird vielleicht auch kurz stehen bleiben und gucken, wer bist denn du? Und letztendlich einfach stehen bleiben, abwarten. Der Wolf wird in der Regel weiterziehen. Wenn er das nicht tut, dann kannst du auch einfach den Rückzug antreten und dich langsam entfernen. Ist der Wolf mit Füchsen verwandt? Wir haben ja jetzt extra die beiden Tiere hier nebeneinander gestellt, damit man den Größenvergleich auch mal hat. Aber die Tiere sind letztendlich beides Hundeartige. Das heißt, sie sind ganz nah miteinander verwandt. Auch ein Kojote oder ein Goldschakal zum Beispiel ist verwandt mit diesen beiden hundeartigen Tieren. Was fressen Wölfe am liebsten? Also Wölfe sind Raubtiere und sie sind Fleischfresser. Das heißt, sie fressen am liebsten, zumindest hier bei uns, Schalenwild finden sie ganz toll. Und Schalenwild sind zum Beispiel Rehe, Wildschweine, Hirsche. Und wenn sie die Tiere fressen, dann fressen sie auch quasi alles. Also da sind in der Losung, also in dem Kot, würde man dann Haare finden. Die fressen die Knochen mit. Deswegen ist der Kot manchmal sehr weiß. Und der Wolf, der verzehrt das ganze Tier sozusagen. Und in anderen Regionen der Erde können sich Wölfe auch von Insekten mal ernähren oder auch von Beeren. Das machen sie hier nur zu einem ganz geringen Anteil. Können Wölfe mit vegetarischer oder veganer Nahrung überleben? Ich glaube nicht, weil das Raubtier, das braucht Fleisch, der Wolf ist ein Fleischfresser und ich glaube, da hätte der ganz schnell Mangelerscheinungen. Als Vegetarier kann sich der Wolf vielleicht mal kurze Zeit ernähren, also das heißt mal Beeren essen oder auch Früchte, gibt es auch manchmal, aber letztendlich lange überleben könnte der nicht ohne Fleisch. Wie groß und wie schwer werden Wölfe? Ja, also sie ist so das klassische Beispiel für einen Wolf, der hier bei uns lebt. Sie hat so eine Schulterhöhe von 65 cm. Das kann auch mal höher sein. Zum Beispiel auch Wölfe, die auf anderen Kontinenten leben. In den USA beispielsweise, in Nordamerika, die werden noch mal ein Stück höher. Also so 60 bis 70, 80 cm kann das werden. Und vom Gewicht her so 30 bis 60 Kilo. Und das gibt es große Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Und es gibt da auch wieder die Unterschiede zwischen den verschiedenen Unterarten des Wolfes, in welcher Region der Erde sie leben. Wie sieht ein Wolfsschädel aus? Ja, ich kannte die Frage natürlich schon vorher und habe den Wolfsschädel jetzt mitgebracht, damit man es nochmal sehen kann. Also kann man auch mal hier so daneben halten. Genau, so sieht ein Wolfsschädel aus. Und das Besondere ist daran, das hat auch mit den Sinnen des Tieres zu tun. Die Nase ist ganz lang, weil der Geruchssinn ist auch ganz wichtig für den Wolf. Deswegen haben wir eine verhältnismäßig lange Nase jetzt im Vergleich zu unserem Skelett. Was ist gefährlicher, die Zähne oder die Krallen? Das ist eine gute Frage. Wie jagt ein großer Beutegreifer? Also letztendlich ist der Wolf ein Hetzjäger, also er rennt ganz schnell, um die Beute zu töten. Und das macht der Wolf am effizientesten oder am besten gelingt ihm das mit einem Kehlbiss. Das heißt, er beißt in die Kehle hinein und damit tötet er das Tier. Aber mit den Krallen kann er ein Tier auch erheblich verletzen. Wie stark und wie schnell ist ein Wolf? Ja, der Wolf ist natürlich ein Jäger, ein Beutegreifer, ein Raubtier. Der muss jagen, um sich ernähren zu können und um satt zu werden. Das heißt, er ist sehr schnell oder kann sehr schnell sein und ist auch sehr stark, denn er muss ein Tier töten, damit er Nahrung hat. Also zum einen, er ist sehr stark und zum anderen, er kann auch sehr schnell sein. Was er allerdings auch hat, ist so eine Art spezielle Gangart, das ist der geschnürte Trab. Da kann er sich über weite Strecken hinweg ganz energiesparend fortbewegen. Und wenn er dann bei der Jagd ist, kann der auch mal 50, 60 Kilometer Höchstgeschwindigkeit erreichen. Wie alt werden Wölfe?
Das Alter des Wolfes muss man unterscheiden. Ein Wolf in Gefangenschaft und ein Wolf, der in der Wildnis lebt. Also sie ist ja jetzt auch durch einen Verkehrsunfall gestorben und es gibt natürlich in der Wildnis viele Gefahren, auch für den Wolf selbst, auch Krankheiten. Deshalb werden Wölfe in der Wildnis nicht so alt, vielleicht 10, 12 Jahre maximal. In Gefangenschaft können Wölfe wesentlich älter werden, wenn sie in einem Gehege gehalten werden zum Beispiel, also auch mal 14 Jahre. Ist ähnlich wie bei dem Haushund. Sind Wölfe nachtaktiv? Ja, wie viele andere Wildtiere ist der Wolf nicht unbedingt nachtaktiv, sondern er ist dann aktiv, wenn wir es nicht sind. Das heißt tagsüber, der möchte uns nicht begegnen, nicht unbedingt. Und deshalb bewegt er sich zu Zeiten, wo wir uns nicht bewegen, wo wir schlafen. Und deshalb ist er nachtaktiv. Und dann war die Frage noch, was macht er in der Zeit, wenn er aktiv ist? Das macht er auch das Gleiche wie andere Wildtiere auch. Er muss sich Nahrung besorgen, er will sich ausruhen. Im Falle eines Wolfes will sein Territorium sichern und abstecken. Das heißt, er markiert das und bewegt sich so in seinem Raum. Was macht ein Wolf am Tag? Also was macht der Wolf am Tag? Also er kann wandern, wenn er neue Gebiete erwandern will, dann kann man ihn sehen. Es gibt zum Beispiel Sichtungen entlang von Straßen, da kann man ihn sehen, da bewegt er sich. Oder er geht auf Nahrungssuche. Oder er ruht sich aus. Woraus besteht ein Rudel? Und wie wird der Alpha-Wolf bestimmt? Also ein Rudel besteht aus den Elterntieren, Mutter, Vater, und dann aus den Jungtieren. Und aus den Jungtieren des Vorjahres. Das ist so der Familienverband eines Rudels. Der Alpha-Wolf oder der Leitwolf, das ist eigentlich wirklich ein Märchen, denn den gibt es in der Wildnis eigentlich nicht. Also die Rudel sind sehr soziale Einheiten, so, wie eine Familie bei uns auch. Und diesen Alpha-Wolf, den gibt es unter Umständen in der Gehegehaltung. Also wenn sie in Gefangenschaft leben, dann gibt es da so eine Art Leittier, das die Ansagen macht. Gibt es in der Wildnis nicht, zumindest wird es von Wissenschaftlern nicht beobachtet, dass es in der Wildnis diesen Alpha-Wolf gibt. Wie und wann entscheidet ein Wolf, sein Rudel zu verlassen? Also im Rudel leben die in der Familie beisammen und die Jungtiere des Vorjahres meistens verlassen zwischen 12 und 22 Monaten irgendwann die Elterntiere. Und ein bisschen ist das wie bei uns Menschen auch. Der eine geht früher, der andere geht ein bisschen später, wird am Ende vielleicht auch von den Eltern zur Haustür rausgeschmissen. Also da gibt es große Unterschiede, wann die Tiere losziehen und sich ein eigenes Territorium suchen. Verlassen nur die männlichen Wölfe das Rudel? Also das ist bei Wölfen nicht so. Bei Luchsen ist es in der Tat spannend, dass die männlichen Tiere viel weiter wandern wie die weiblichen Tiere bei den Luchsen. Aber beim Wolf ist es so, dass Männlein und Weiblein, also auch die weiblichen Tiere, vielleicht auch sie, auf dem Weg waren, ein neues Territorium zu finden. Und sie wandern auch weite Strecken, Männchen und Weibchen. Woran hat man denn gemerkt, dass der Wolf der Natur gefehlt hat? Das ist eine sehr gute Frage und auch gar nicht so leicht zu beantworten, aber es gibt ein russisches Sprichwort, das sagt, da wo der Wolf lebt, wächst der Wald. Also kann man auch sagen, der Wolf, der ja 150 Jahre oder über 150 Jahre bei uns nicht gelebt hat, kann Einfluss nehmen auf den Wald, das heißt auf die Tiere, die dort leben. Und indem er Tiere frisst, verändert er das Ökosystem, verändert er den Wald. Es gibt weniger Rehe, es gibt weniger Hirsche, die den Wald fressen können, die Nahrung brauchen im Wald. Und so verändert sich der Wald. Das kann passieren. Bei den wenigen Wölfen, die wir jetzt in Baden-Württemberg haben, ist es aber noch nicht spürbar. Warum heulen Wölfe den Mond an? Das stimmt, glaube ich, nicht. Das ist ein Mythos, denn die Wölfe, die heulen, um zu kommunizieren, die reden miteinander über das Heulen, hat aber nichts mit dem Mond zu tun. Sie heulen auch ohne Mond. Warum war der Wolf früher von Menschen so gefürchtet? Früher haben wir Menschen ein ganz einfaches Leben gelebt. Vielleicht hatte man eine Ziege, mit der man die Familie ernähren musste. Und hat der Wolf, ein sehr intelligentes, schlaues Tier, diese eine Ziege gerissen, war vielleicht die Lebensgrundlage der Familie weg. Das heißt, der Wolf war früher tatsächlich eine große Gefahr.
Und viele Märchen und Geschichten und auch Kriege, der 30-jährige Krieg hat da eine große Rolle gespielt, haben das Image quasi des Wolfs noch weiter verschlechtert. Und über Geschichten hat man ihn immer schlechter gemacht und die Angst geschürt. Und die Angst wurde auch größer. Und die ist bis heute so ein bisschen in uns, nicht nur in den Märchen. Wie bekommt der Wolf ein neues Image? Ja, der Wolf hat ein schlechtes Image. Das liegt ja unter anderem an den Märchen, wo er immer als Bösewicht dargestellt wurde. Und jetzt heutzutage ist es so, wir müssen schauen, dass wir miteinander reden über die Geschichten über den Wolf, die stimmen und welche stimmen nicht. Das heißt, wir brauchen Informationen aus der Wissenschaft und dann müssen wir miteinander ins Gespräch gehen. Und damit wir ein besseres Image des Wolfes bekommen, müssen alle ein bisschen mitmachen. Also man muss sich informieren, aber wir müssen auch informieren und Wissen bereitstellen. Und die Probleme müssen wir gemeinsam besprechen, die der Wolf tatsächlich mit sich bringt. Also zum Beispiel, wie wir hier im Schwarzwald Weidetiere, Nutztiere schützen können vor dem Wolf. Weil wir haben 150 Jahre ohne ihn gelebt und müssen, glaube ich, einiges neu erlernen. Wieso sind sie nicht zum Abschuss freigegeben? Wölfe gehören in den Ländern Europas zu den streng geschützten Tierarten. Das heißt, es ist eine Straftat, sie zu töten. Das dürfen wir nicht. Es gibt bei uns zwei Ausnahmen. Zum einen, wenn sich ein Wolf wiederholt uns Menschen nähert und ein auffälliges Verhalten zeigt, dann könnte man eine Sondergenehmigung bekommen. Oder wenn der Wolf wiederholt Nutztiere reißt und gute Zäune überwindet, mit denen wir unsere Nutztiere schützen. Können Esel oder Maultiere Schafherden im Schwarzwald vor Wölfen schützen? Also zu Maultieren kann ich nicht so viel sagen. Ich kann sagen, dass Esel und Lamas als Herdenschutztiere bekannt sind. Man kann sie beispielsweise einsetzen, wenn vereinzelt Wölfe unterwegs sind, dann können sie eine Option sein im Herdenschutz. Und warum das funktioniert, ist, dass Lamas und Esel, die mögen keine hundeartigen Tiere. Also sie mögen auch Wölfe nicht und die schlagen dann Alarm. Entweder lautstark oder sie vertreiben oder sie treten wilde Tiere, also auch den auch den Wolf würden sie entsprechend wegscheuchen. Warum durfte der Problembär Bruno heißen und Wölfe kriegen solche komplizierten Namen wie G123M? Also GW heißen bei uns die Wölfe, das sind die ersten beiden Buchstaben und das heißt Genetik Wolf. Und tatsächlich hatte Bär Bruno auch so einen genetischen Namen und das war in seinem Fall JJ1. Und das J stand für den Vornamen der Mutter und das andere J stand für den Vornamen des Vaters. Und weil er der Erstgeborene war, hatte er den wissenschaftlichen Namen JJ1. Aber warum heißt denn der jetzt Bruno? Das liegt daran, dass eine Zeitung war es, glaube ich, also es waren die Medien, die diesem Bären tatsächlich den Namen Bruno gegeben haben. Keine Wissenschaftler und auch sonst niemand. Gibt es wilde Wölfe, die Namen haben? Haben Wölfe Namen? Bei uns nicht. Wir haben ein paar Luchse in Baden-Württemberg am Sender, die haben einen Namen, die heißen Toni oder Lias. Das liegt aber daran, dass der Landesjagdverband eine Patenschaft für die Tiere übernommen hat und deswegen wurden denen Namen gegeben, eben auch, weil sie besendert sind. Die Wölfe bei uns sind nicht besendert und haben eben nur den wissenschaftlichen Namen im Moment. Liebe Johanna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die zahlreichen Fragen rund ums Thema Wolf beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Ich fand es total spannend, was für Fragen da kommen. Und ja, komm auch gerne wieder. Wir freuen uns darauf. Alles Gute. Dankeschön.